Das ist jetzt echt hart. This game censors the word Allah, Buddha and Rama, but not Jesus. 10 out of 10 would be fascist to all religions, not Christianity again. What the fuck? Holly, stopp Oh das Gott, oh Spiel! Gott, oh Ah, Gott, oh es ist Gott. laut! Wo mache ich es leise? Ah, raus da, raus da, raus da! Ich sehe nichts. Es ist so dunkel in dieser Welt. Ah, und Okay. da ist die Fackel aber sehr blöd platziert. I'm new. Ach schön, Hauptsache ist meine Rose hat überlebt. Holly, muss ich auch die E-Mail-Adresse von meinen Eltern verwenden oder darf ich schon meine eigene hernehmen? Ja, aber sag das nicht zu laut. Okay. Oh, guck mal! Das Ding sieht aus wie eine Erdbeere! Wow, sind die Viecher hässlich. Oh, Holly, man kann ja doch Fox sein! I can be Fox! Oder was ist da noch ein roter Panda? Ich glaube, ich bin. Couldn't get past the password paste, page, cause my parents are dead. Wow. Ja. Got banned for yelling, touch my screaming Ach, komm meat. schon! 100 out of 10. Touch my screaming meat? Was This game is full of pretending to be. This game is full of adults pretending to be kids. denn? Okay, ich muss mich jetzt benennen. Ich bin It's a mini Knuffington. Mario. It's like doing Und weed without nicht. doing weed. 11 out of 10. Was? I met so many hot babes on this game. So many hot babes, they are all 6 years old. Oh, ich kann mich nicht Knuffington von Niedlichen nennen, weil Ich das zu bin gerade lang wäre. ehrlich gesagt etwas verwirrt, wie ich am Anfang bitte diese Hausarchitektur gemacht habe. Like GTA with teddy bears. Oh, das ist aber eine sehr coole Beschreibung. Also ich glaube, das Okay, können wir Holly, wiederholen. Holly, ich kann mich bewegen. Jacob Nein, is my slave name. I'm now Butterfuzzball. okay, ich darf mir jetzt meinen Familiennamen aussuchen. Dieses Spiel ist eine gute Repräsentation von Fehlgeburt. Bitte was? Okay. Hier machen wir mal Fenster rein. Okay, mein Nachname ist Barniosel. Barniosel Nee, klingt toll. Bubsonnen, bitte. Bubsonnen. Nein, ich heiße Barniosel. Warte, ich starte jetzt mal eben. Oh, diese Kurven, die man drehen kann. Dieses Drifting. Oh mein Gott, Holly. Bist du jetzt noch auf dem Schiff, oder? Du bist auf dem Schiff, Ja, ne? ich bin auf dem Schiff. Ja, das ist Was muss ich Tutorial. tun? Es gibt Okay, ein ich kann aber auf Play Tutorial? Now klicken. Ich klicke auf Play Now und jetzt Username. SimCitrun. Password. Ich bin mal kurz auf. Laut sag 1234. Nein. Nimm dein Passwort einfach das Wort vergessen. Das kommt immer ganz gut an. Sehe ich gut. Parents E-Mail. Da steht wirklich Parents E-Mail. Ja. Alles klar. Ich kann meine E-Mail nicht eingeben. Kannst du denn Jetzt nicht? aber. Ich dachte mir gerade schon, die hätten das so high-end gelöst, dass die draufkommen. Du bist noch nicht 18, du musst noch die E-Mail-Adresse deiner Eltern eingeben. Aber du bist auch. Nee, warte. Lemon ist 18. Ja, er ist 18, ich nicht. Ah, du spielst gerade das Zeug hier illegal. Oh nein! Bitte ruf nicht die Polizei! Warum sollte Ich wollte ich? doch nur ein Kuscheltierfuchs mit pinken Klamotten sein, der in einer niedlichen Welt herumhüpft. Ich wollte nichts Böses. Ja, sie werden alle sterben. Muss mit meiner Familie jetzt sterben. Ja, bestimmt. Also irgendwann halt. Ach, komm schon.
Ach, das ist jetzt aber echt ein schlechter Witz. Das kann jetzt, das ist doch jetzt nicht der Ernst von Minecraft, oder? Hm? Wieder da. WB, man kann in dieser Minecraft-Version nicht auf, also an Zäunen entlang gehen, weil die Zäune einfach mal ein Block breit sind. Von der Hitbox her. Oh, bravo! Okay, die machst du dann okay. Langsam. Wieso soll das echt? Eine ewig lange Aufnahme bis jetzt. Und wir wollen langsam was anderes spielen, du kannst ja gerne mitspielen, deswegen. Holly, was muss ich machen? Ich renne jetzt gerade in einer nicht die ganze Welt. Zeit was anderes. Yes, aber jetzt ist so richtig. Wir können noch ein bisschen was machen, ist dir doch egal. Ich rede mit einem Löwen. Hey, you're so busy, we will talk when you're done. See? Ich bin busy, das ist mir neu. Busy heißt beschäftigt. Ja, ich weiß schon, aber ich bin busy, das ist mir neu. Hey, ich weiß meine Accountdaten tatsächlich noch. Welche Accountdaten? Von Amazing World. Ach, von dem Spiel da? Ja. Wow. Glückwunsch. Sie hat einen Brief gefunden, der mysteriös ist und an sie adressiert. Ich habe einen Brief gefunden. Und sie fragt sich, ob es mit ihren Karten ist. Ein Brief, denn mein Name ist. Wer hat voll? Mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Ja, ich kann das Holly, nicht. Das Spiel hat, ich glaube, das Spiel hat sich aufgehalten. Ich kann nichts mehr machen. Ich hänge in einem Screen mit einem pinken Bären mit Sternenabzeichen fest. Ach, das würde ich auch gerne. Er ist auch noch verpixelt. Das ist die Hölle. Ach, das ist doch cool. So. Wie hatte ich hier nochmal den Eingangsbereich für mein Lager? Ich mach das jetzt einfach mal so. Dann haben wir hier schöne Fachwerkwände. Hier ist ein Fenster. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist in Minecraft im Allgemeinen sehr sinnvoll, wenn man zuerst den Boden des nächsten Stockwerkes macht, bevor man die Wände anfängt. Ich muss tatsächlich Amazing World beenden, weil ich in einem Screen mit einem pinken Sternenbären festhänge. Ich glaube, ich aber auch. Ich kann es nicht mal so beenden. Jetzt muss ich es mit dem Taskmanager beenden. Welches kleine Kind kann einen Taskmanager aufrufen? Ich glaube, das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Steuerung aktivieren. Dass ich es nicht beenden kann. Ich meine, ich bin schon aus dem Spiel draußen, aber es lässt sich nicht schließen, dass das Ding. Und im Taskmanager steht es nirgendwo drunter, oh Gott. Doch, unter Amazing World. Wirklich? Mir wird das nicht angezeigt unter Amazing World? Ah, da, doch, da. Okay, ich hab's gefunden. Gut, CSB enden. Nein, ich hab keine Wolle mehr. Gut, hätten wir das geklärt? Oh Gott, komm ich da raus? Nee, ich glaube nicht. Ich muss jetzt tatsächlich meine Haustür benutzen. Wie peinlich ist das? Hallo, ich bin Angeli, ich benutze nie meine Türen. Was glaubst du, warum meine Häuser keine Fenster haben im Normalfall? Springst du dann auch zu Hause aus deinem Zimmer einfach durchs Fenster raus? Ah, das geht nicht, da ist ein Fliegengitter davor. Springst du durchs Fliegengitter durch? Nein, ich sag doch gerade, also zu Hause kann ich das nicht machen. Du willst mir sagen, du bist nicht so extrem, dass du durch dein Fliegengitter durchspringst? Du hast gerade all dein Ansehen verloren, vor all deinen Zuschauern offiziell. Was ist Ansehen? Die dachten alle, du wärst voll der Extreme. Nein, das dachte, glaube ich, absolut niemand. Stimmt, aber vielleicht dachte sich das ja ein 11-jähriges Fangirl-Mädchen, das jedes deiner Videos guckt. Während das Amazing World spielt, ja. New crafting in Amazing World. New home zones in Amazing World. Open houses. Okay. Ja, das Spiel kostet aber Ablevel 10 Geld. Wirklich? Ja, das ist so ein Kindergame, was nur so Kinder anlocken soll. Oh Gott. Wow.
Holly, wie kann ich dich finden, damit wir gemeinsam Spaß haben können? Ich bin gar nicht mehr drin. Hätte es uns Geld bezahlen müssen. Ich bin in meinem Haus. Mein Haus ist leer und sieht aus, als hätte ich kein Geld und ich habe auch nichts zu essen. Ich glaube, das ist einfach nur eine sehr dunkle Metapher dafür, dass dieser kleine rote Panda eigentlich versucht, durch seine Fröhlichkeit in einer Welt, die er sich nur voller Farben vorstellt, sich davon abzulenken versucht, dass er bald stirbt. Das ist ein sehr schöner Videotitel. Ich habe zwar nur die Hälfte verstanden, aber das kommt definitiv auf die YouTube-Titelseite, das schwöre ich dir. So. Holly, ich will dich finden, wie finde ich dich? Ich logge mich gerade ein. Wieso steht hier Holly, du musst dich schneller einloggen. Bist du schon in der Anfangsstadt? Nein, wie komme ich da hin? Ja, ich bin einfach gelandet irgendwann. Diese Minecraft-Version ist sogar relativ fortschrittlich. Man kann schon Kisten mit einer Axt schnell abbauen. Okay, jetzt glaube ich, bin ich in einer Stadt. Ist das so ein Stadtbrunnen? Ich weiß nicht, kann sein, ja. Auf dessen Wasserfontäne man rauflaufen kann? Also du kannst hier auf Wasser laufen? Das ist sehr logisch. Würdest du mich einloggen lassen? Ach, sicherlich, weil ich gerade down wurde. Ah, das würde ich später spielen. Ich habe das Gefühl, diese Spiele sehr durchdacht. Wie kann ich mich hier ausloggen? Ach, da Exit, okay. Exit, yes, I'm sure. I want to exit. Ins Exil. Ja, was? Ich möchte ins Exil exiten, nicht, okay. Ist aber traurig. Im Normalfall gehen Menschen nicht freiwillig ins Exil. Naja, normale Menschen nicht. Oh. Verdammt. Das hat schon mal hingehauen. So. Schön, ich fange schon wieder an, nichts mehr zu sehen. Oh, hell. Bist du nichts mehr zu sehen? Ja, weil das Spiel so dunkel ist. Oh. Ach ja, das Real Life. Das immer wieder den Computer stört. Schrecklich sowas. Nein, das liegt weniger am Real Life. Das liegt einfach nur daran, dass man nicht auf hell schalten kann. Naja, aber wenn das Real Life dir nicht die Sonne ins Zimmer schicken würde, müsstest du gar nicht auf hell stehen. Nein, es ist gerade Nacht in Minecraft und deswegen ist es dunkel. So, ich dachte gerade, die Sonne, die auf dem Bildschirm scheint. Oh. Nein, auf meinem Bildschirm scheint keine Sonne, weil ich wegen dem Greenscreen kein Licht im Zimmer haben kann. Im Moment noch. Oh, sehr gut. Mir passiert das immer, weil genau hinter mir ist ein Fenster und wenn die Sonne richtig schlimm scheint, dann ist es einfach genau auf meinem Computer. Das ist natürlich. Habe ich ein Rollo. Ab und zu mal unten. Das kommt so gut wie nie vor, außer du musst irgendwas filmen in deinem Zimmer. Ja. Bei mir, Alter, ich sehe einfach wirklich gar nichts gerade. Boah, ey, was? Malt da jemand im Hintergrund? Ja. Tut mir leid. Ja, aber man hört es halt einfach nur. Ich war irritiert, dass man das hört. Sind das Filzstifte zufällig? Was? Sind das zufälligerweise Filzstifte?
Nein, das sind noch immer meine 60-Euro-Stifte. Die hören sich an wie Filter. Ich glaube, es ist eher so meine Hand, die du hörst. Die auf dem Papier. Das ist jetzt meine Hand. Rumrutscht, weil... Nein, meine Spüle ist weg. Nein. Ich habe meine Spüle wieder eingefangen. Deine Spüle? Ja, ich benutze ein Minecart als Waschbecken.